So, herzlich willkommen zurück bei The Forest. Zimba ist auch irgendwo da hinter mir. Oh Gott. Ich habe Hallihallo. mich gerade ein bisschen erschrocken. Und wir haben hier noch einen Gast. Oh, guck mal, da ist noch jemand. Aber der ist nicht im Teamspeak drin. Der sprechen wir nicht mehr uns. Das ist irgendein seltsamer Kerl. Hello, hello, hello. Ah, anscheinend scheint er nicht zu Hallo, sprechen. hallo. Ich hab's mal mit dem Walkie-Talkie versucht. Ja, ich auch gerade. Aber er scheint nicht sprechen zu wollen. Und es sind wieder Steine hier. Wir sind ganz überrascht. Oh, hier liegt Geld rum. Sehr schön. Und ein Reh, warte mal. Aber er hat kein Mikrofon. Das kann natürlich auch sein. Boah, ich sehe gar nichts im Dunkeln hier. Ich versuche mal das Reh zu jagen. Ich habe nämlich Hunger. Wir haben übrigens wieder Seile im Zelt. Ah, sehr gut. Stirbt, du blödes Reh. Ich laufe dem Reh Vielleicht dann. schaffen wir es ja in dieser Folge oder in den nächsten Folgen mal die Wände fertigzustellen. Ja, auf jeden Fall. Heute schon. Erstmal brauche ich was zu essen. Aber das Reh läuft weg. Mist. Bei mir ist komischerweise alles voll. Echt? Oh, hier ist ein Häschen. Ha! Ah, ich habe meine ganzen Sachen sogar. Hasenbraten, sehr schön. Ja, ich bin ja ein bisschen gestorben, so aus Versehen. Ja. Aus Versehen natürlich, ne? Vielleicht sind die eingeboren hier auch nicht da. Natürlich, das war Und. beabsichtigt. Ja, so. Erstmal Hasenbraten machen hier. Ich brauche noch ein Häschen im Inventar. Das ist gut. Leider kann ich Aber. dir ja nicht geben. Nee, ich weiß, deswegen musste ich jetzt gerade selber einen Hasen jagen gehen. Aber vielleicht kann ich ja, wenn wir dieses Aufhängeding bauen, die Sache Ja. da draufhängen und dann kann man sich gegenseitig nehmen. Nee, das. Also, na gut, müssen wir testen gleich. Ja. Ich weiß aber, dass es in den letzten Versionen nicht funktionierte. Aber da konntest du Also auch ich weiß nur, die noch Sachen nicht sind irgendwann speichern. einfach verschwunden. Okay. Essen. Oh, Essen! unser schönes Baumhaus. Essen! Gib mir Essen. Jetzt habe ich Essen. Oh, endlich, der Magen ist wieder voll. Oh. Könnte ja jemand töten, aber nee. Nein, nein. Er hat gesagt, er will uns nicht töten. Also töten wir ihn Ja, auch so nicht. viel sind wir nicht. Erstmal vorerst nicht, nee. Aber ist ein Stein. Erstmal Bäume fällen hier. Die sind übrigens nachgewachsen, ne? Stimmt. Den hatten wir schon mal gefällt hier, ne? Hä? Ich meine, wir hatten die alle hier schon mal gefällt vor Ey, unserem Haus. der ist unverwundbar, der Baum. Guck mal. Ich hack da auf den einen und ich kann ihn nicht fällen. Warte, ich helfe mal mit. Ja, versuch mal. Siehst du? Hier passiert nichts. Es ist so dunkel, ich kann es nicht genau sehen. Nee, nee, da ist. Hast recht. Der ist unverwundbar, der Baum. Oder unsere Axt ist nicht scharf genug, das kann natürlich auch sein. Ich Okay. nehme mal die rostige Axt, die müsste da ein bisschen mehr Schaden machen. Eigentlich schon, ja. Mal gucken, ob der hier fällt. Nee. Das heißt, die Bäume, die wir schon mal gefällt haben und nachgewachsen sind, sind nicht mehr fällbar. Außer natürlich sind überhaupt keine Bäume mehr fällbar. Warte mal. Ja. Mal gucken. Boah, Da man hier ist. schlägt auch so ultra langsam, wenn man das mit einer Hand nur macht. Also wenn man in der anderen Hand ein Feuerzeug hat oder so. Ja. Das ist wenigstens realistisch. Ich kann irgendwie gar keinen mehr fällen hier. Den hier kann ich fällen. An dem ich jetzt hier gerade dran stehe. Ah, okay, dann helfe ich mal. Ja, der ist gleich durch hier. Den habe ich gleich weggehackt. Jetzt ist er durch. So, Baum fällt. Oh, Oh. direkt auf seinen Kopf. So, sehr schön. So. Sieht aber schon schön aus, wenn man hier so davor steht, so im Dunkeln bei Regen und dann. Ah, Nein, das ist diese schon. schönen Bau, wie nennt man das? Oh, cool. Ja, eins habe ich schon Diese fertig. schönen Rezepte, die durch den Wald leuchten. Ja. Oh, ich brenne schon wieder. Hups. Mann, diese Rostwerk ist mega langsam. Echt? Kannst du nicht mit Federn noch updaten? Na, hab leider keine. Ah, okay. Ich hätte vorhin noch welche eingesammelt. Oh, ups. Hallo? Mister, ich fäll den Baum von vorne, nicht von der Seite Vor allem diese schlagen. Schwäne, die da rausfliegen, fliegen einfach so richtig Oh, extrem. Oh, ich oh. habe was Oh, gehört. oh. Ich auch. Wie viele Tage haben wir eigentlich schon auf dem Kika? Okay. Zwei. Ich habe Angst wegen den Mutanten. Nee, ich glaube, so schnell kommen die nicht. Da hinten läuft einer. Aber ich hab Ja. gelesen, dass die Eingeborenen, also das Spiel des Prinzips eigentlich ist, dass die Eingeborenen am Anfang eigentlich gar nichts von dir wollen, sondern nur neugierig sind. Aber irgendwie hat es noch nie funktioniert bei mir. Was, dass sie nur neugierig sind? Ja. Guck mal, der läuft auf dem Baum rum. Ja, der wollte da raufklettern und ist jetzt da reingerutscht. Ja.
Und die haben Angst vor Feuer. Da ist er. Hallo. Ich glaube, die haben einfach Angst vor uns. Da ist ein Reh hinter dir. Bei unserem Echt? Haus. Es ist jetzt im Haus. Jetzt kommt es vorne raus gleich. Da. Oh, ja. Schlag ist tot. Sehr ja. Gut. Ich hab's jetzt, erledigt. Jetzt kannst du es häuten, ne? Ja, genau. Na. Okay. Jetzt habe ich schon wieder von dem Fleisch nichts. Super. Oh, ist denn hier rausgefallen? Hä? Ach, eine Cola-Dose habe ich. Sehr schön. Aus dem Eingeborenen oder was? Nee, die lag hier auf dem Boden gerade rum. Achso, was soll ich schon sagen? Oder, guck mal, der Eingeborene brennt hier. Oh, ich komme nicht aus dem Haus. Oh. So, der ist hinüber. Ich höre dieses Geräusch aber die ganze Zeit. Ja, der ist doch. Ah, da ist noch einer. Ja, das ist eine wilde Frau. Ah, eine wilde Frau, also. Es verschwindet in der Dunkelheit. Ach, guck mal, da links geht die Sonne auf. Ah, sehr gut. Ja, komm. Schrei mal nicht so viel rum hier, ne? Das macht uns keine Angst. Ja, uns doch nicht. Boah, das Meer sieht irgendwie gruselig aus hier im Dunkeln. Wenn da so runterguckt. Oh. Ja. Boah, das sieht jetzt gerade richtig cool aus mit der Sonne. Oh ja, stimmt. Oh, das ist ein toller Screenshot für das Vorschaubild. Hä, wir haben ja auch ein Fenster im Baumhaus, das habe ich noch gar nicht gesehen. Nee? Ich habe doch extra ein Baumhaus mit Meerblick gebaut. Das war doch der Plan. Was haben wir denn hier eigentlich? Was war das denn hier? Ach, das war der Hasenkäfig, okay. Wir haben auch hinten irgendwo noch eine Hasenfalle. Das weiß ich noch. Ja, meine ich auch. Irgendwo im Wald. Ah, ich sehe sie sogar. Gucken, ob wir was gefangen haben. Ja. Na, glaube ich nicht. Ne. Aber die, wie kann man die denn wieder neu stellen? Ja, einfach rangehen und E drücken. Ah, das kannst du ja wohl nur du. Ah, ne, habe ich gerade auch hinbekommen. Ja? Ja, okay, schon gut. Okay. Ich habe auch noch Molotov-Cocktails, fällt mir gerade ein. Ich habe noch 67 Zähne. 67? Ich habe noch 38. Ich bin gerade dabei, meine Axt ein bisschen aufzuwerten. Und noch so ein Rehskin. Kann man sich schöne Klamotten rausmachen. Sehr gut. Die gar nichts bringen, weil die einfach nur lustig aussehen. So, ich meine. Bau uns mal eine Sitzbank ins Haus. Ja, das ist eine gute Idee. Ich hoffe nur, ich mache die richtig rum, nicht, dass wir mit dem Kopf gegen die Wand sitzen. Das wäre schlecht. Ah, es ist schon, also von der Grafik her ist es echt schon der Hammer. Also. No. Aber Stranded Deep finde ich auch nicht schlecht von der Grafik. Ja, stimmt. Ich habe vorhin mal angefangen. Hier, bei mir ist auch ein Hase drin. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, jetzt auch. Wie schnell das geht. Ja. Die gerade eben ist gestellt. Wie kann ich den jetzt rausnehmen hier? Warte mal. Also ich konnte ihn gerade von hier irgendwie. Jetzt, warte, jetzt, gleich. Ist er weg? Ne, er sitzt da noch. Survival. Ach so, du kannst. Hast du ihn jetzt gerade getötet? Ja. Oh, das ist ein Waschbär. Hä? Ich habe ihn jetzt aber aufgehoben auf jeden Fall. Der Waschbär ist den ganzen Baum hochgelaufen. Echt? Ja, der ist hier Können oben. Können wir doch auch. Hops, naja, nicht ganz. So ähnlich. Ja, aber der ist bis nach ganz oben in die Blätter gehüpft. Krass. Wusstest du nicht, dass Waschbären sowas können? Nee. Sollen die einen Waschbären auf dem Baum sitzen sehen? Mann, man wird immer so langsam, wenn man zuschlägt, um die Viecher zu erwischen. Ja. So, ich baue jetzt mal hier unsere Trocknungsstation für Fleisch hier, ne? Jo, mach das. Was ist das hier eigentlich? Ach ja, so ein Hafen, ein Hafenkäfig. Ein Häschengehege-Dings, ne? Ja. Wo die logischerweise einfach unten rauslaufen könnten. Aber egal. Theoretisch ja, aber machen sie ja nicht. Weil die wissen ja, dass sie im Käfig eingesperrt sind. Dementsprechend laufen die da auch niemals raus. Hast du schon fertig? Ich hatte noch genug hier. Achso. Dann gucken wir, ob ich da was aufhängen kann. So, ich hänge jetzt was hier auf. So, ja. Es hängt. Ich sehe es nicht. Oder? Nee, es liegt auf dem Boden. Kannst du es sehen? Nee. Siehst du meinen hängen? Meinen Hasen? Nee. Schade. Ich kann es auch nicht wieder nehmen. Ja, hast du vielleicht, Ich warte jetzt hier, bis ein Waschbär kommt, dann schlage ich drauf. Ja, du musst warten, bis das Fleisch trocken ist, ne? Dann kannst du es erst nehmen. Ich hab einen Hasen, habe ich dir durchgelaufen ist. Echt? Du sollst doch nicht mal alle Hasen töten. Nachdem. Ah, jetzt kann ich essen. Wenn es getrocknet ist, kannst du essen, ja. No. Oh, die überarbeitete Axt mit den Zähnen ist schon nochmal. Die ist schon definitiv weitaus effektiver. Ja, aber die wird auch nach, wenn du zu viel machst, wirklich langsam. Ich habe aber eine Feder noch dran gemacht. Achso.
So, Baum fällt. Ah, gut, der fällt nicht. Der Richtung. Fällt nicht hier runter. Nee. Das war nämlich auch gerade meine Befürchtung. So. So, ich hoffe mal, die Sitzbank ist jetzt richtig rum, bitte. Ja! Yeah. Kannst du dich eigentlich neben mich setzen? Warte, ich komm mal kurz. Gucken wir mal eben. Ich muss hier in die Tür durchkommen. Ja, kann ich. Yeah! Hallo. Cool, nur ich sitze irgendwie viel weiter vorne. Echt? Ja, ein bisschen schon. Ich immer neu hin. Ich habe meinen Kopf gerade gedreht. Ja, ich sitze irgendwie total weit vorne. Setz dich mal hin. Setz du dich mal hin, dann sitzt du vielleicht auch so weit vorne. Du sitzt immer auf der Seite und ich sitze immer hier. Ja. Ne, ich sitze nicht auf dir drauf. Wir kommen ja auf den Schoß hier. Ja, 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 das läuft. So. Ja, also immer schön hinsitzen beim Lagerfeuer. Ja. Sehr schön. Hast du gut gemacht. Jetzt können wir wenigstens bequem sitzen. Oh, die Hasenfalle ist ausgelöst. Das ist das Wichtigste im Leben. Bequem sitzen? Genau. Ja. Die Hasenfalle ist ausgelöst. Da keiner drin. Ne, müssen wir nochmal neu erstellen. Ich mach jetzt hier so ein. Ne, das ist noch zu nah. Ich platziere mal irgendwo weiter noch einen und mach dann da einen Stickmarker hin. Ja, das ist eine gute Idee. Ich suche aber erstmal eine Gegend, wo auch ein paar Hasen sind. Oder ich gehe mal auf Lurchjagd. Ja, mal gucken, ob die jetzt wieder da sind. Letztes Mal hatten wir die ja am Ausgang der Höhle, wenn ich mich recht erinnere. Ja, die kann. Ja, stimmt. Die laufen Waschbären rum, aber. Es liegt überall Alkohol, das ist so ein Saufbaum. Oder die Eingeborene sind Alkohol. Ach, hier sind so Zelte von Überlebenden, die jetzt nicht mehr leben. Ehemalige Überlebende. Genau. Vielleicht sind sie auch von der Insel weggekommen, man weiß es ja nicht. Ne? Genau, das so. Könnte auch sein. Und mit dem Boot und deshalb finden wir das nicht mehr. Richtig, ja. Und die Yacht haben die zurückgeschickt. Wo ich den Baum gerade gefällt. Mist. Da waren definitiv noch mehr Baumstämme. Wenn ich die jetzt mal finde. Eigentlich ist die Insel ja schon cool irgendwie. Die Insel? No. Ja. Das finde ich ganz schön. Da ist sie auch, ja. Ach, da ist noch ein anderer Spieler. Thomas 100. Okay. Ich sehe die Namen alle jetzt gar nicht mehr. Irgendwo da hinten. Ach, da, ja. Aber der andere ist schon wieder weg. Ja, das will man auch alleine machen. Ja, ist ein bisschen doof. Wir können ja warten, bis er ein paar Sachen eingesammelt hat und töten wir ihn. Genau. Das ist aber noch eine gute Maßnahme. Was die Kannibalen können wir auch. Ja, eben. Wir sind ja auch Kannibalen. Das weiß nur keiner. Ja, hier sind so ein paar Lurche. Ah, aber am Wasser sind die, was ich auch irgendwie verstehen kann. Ja, aber eigentlich sind Eidechsen ja nicht unbedingt Schwimmtiere. Ja, wenn es Warane sind. Ja, stimmt. Die mögen aber eher die Sonne. Eigentlich. Ja, wenn ich hier erst auf Sonne, sind die Reptilien, also sind die ja so wechselwarm. Stimmt. Erst in der Sonne aufhitzen lassen und dann im Wasser abkühlen. Ja. Stimmt, und dann ein Eingeborener, der mich blöde anguckt. Der tut dir nichts. Der will nur spielen. No. Ich frage mich, ob man Haie jagen kann mit dem Speer und dem Floß. Könnte funktionieren, ja. Ich konnte gerade. Du musst ja gleich mal ein Floß bauen. Das ist auch eine gute Maßnahme, ja. Und Fallen müssen wir auch noch bauen. Ja, auf jeden Fall. Ich kann gerade mit dem Baumstämmen, konnte ich gerade zum Baumhaus hochklettern. Das ist ja auch witzig. Ja, das ist doch klar. Natürlich mit einer Hand hochziehen, ne? Boah, ich habe gerade einen Eingeborenen erschlagen, während er noch stand. Echt? So in 1000 Teile. Okay. Wollen wir es denn aus den aus der Rüstung sozusagen eine Stealth-Rüstung machen oder die einfach so anziehen? Nee, kannst du es entweder so anziehen oder man kann es auch in eine Stealth-Rüstung machen, das ist ja noch. Macht ja mehr Sinn. Mach ich eine Stealth-Rüstung, die finde ich irgendwie cooler. Ja. Da bist du auch nicht so gesehen von den Eingeborenen. Dann kann man nachts vielleicht mal sich mal wegschleichen, ohne von 15 Eingeborenen zu werden. Maximal 15, ne? Maximal.